Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Hier dem Tatortreiniger als Prolog, also vor Veröffentlichung. Von daher seht es dem Spiel nach. Liebe Spielerinnen, liebe Spieler, taucht ein in den Prolog von Crime Science Cleaner und lasst dich vom fesselnden Welt der dubiosen Reinigung mitreißen. Danke, dass du das ausprobierst. Diese Version ermöglicht es dir, einen Blick auf die Herausforderung dieses einzigartigen Berufes zu werfen und führt dich in einigen der ihm vollständigen Spiele verfügbaren Funktionen ein. Der Prolog ist eine kostenlose Gelegenheit für dich zu entscheiden, ob Crime Science Cleaner genau das richtige Spiel für dich ist. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du, um über das Spiel auf der Laufenden zu bleiben oder deine Unterstützung zu zeigen, Crime Science Cleaner zu dem Wunschliste hinzufügen. Also, bist du bereit? Genieß den Prolog in vollen Zügen. Die Entwickler von daher. Danke für den Tipp im Stream beim letzten vom Supermarkt Simulator. Ich weiß leider nicht mehr den Namen, aber du fühlst dich hoffentlich angesprochen. Drück Enter zum Fortfahren. Einstellung, Wunschliste hinzufügen haben wir schon gemacht. Einstellung müssen wir, glaube ich, nichts machen. Rahmenlos. Ja, vertikal synchronisiert, hoch. Qualität, nochmal Ultra. Okay. Änderungen wurden gespeichert. Zurück zum Menü. Wir starten direkt, ne? Ist ja ein Angezockt. Wir gehen kalt rein. It's open. Just come in. Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No thanks. Ja, da hat er doch was getrunken. Guten Morgen. Ich habe die Serie geliebt. Ich weiß nicht, ob es ist. Wahrscheinlich auf der. Finde dein Handy. Ja, wenn ich das wüsste. Hier ist es. Chef, wir brauchen einen Dienstwagen. Mistkerl hat die Affäre mit meiner Frau, also halt ihn. Seiner ganzen Familie. I'll send you the address over email. I just need to wash this blood off me first. That doesn't sound good, but duty calls. Aber die Pflicht ruft. Ja, was soll man machen? Missions. Geh zu deinem Computer. Mission am Computer annehmen. Wo ist denn mein Computer? Ich kenne mich schon gar nicht mehr hier aus. Wer ist die Toilette? In mein Computer? She's still in the hospital. Doch über dem Krankenhaus. Wie ist das? Das Kind. Oh, das ist nicht gut. Habe ich hier meinen Computer? Nee. Hier? Arbeitszimmer? Ach, hier ist Auto. Da geht nichts ab. Habe ich hier einen Computer stehen? Vielleicht hier unten. Ah, hier unten. Erinnerung an vorstehenden Arzttermin. Grabrenovierung. Reinigungsdienst dringend benötigt. Ist das der? Löscht die Überwachungsaufnahmen. Ja, das ist die, ne? Löscht die Überwachungsaufnahmen. Sie werden 5 Leichensäcke brauchen. Wenn ich die toten Mist. Den toten Mistkerl. Im Keller machen Sie es schön sauber und vermasseln Sie es nicht. Denken Sie daran, Sie sind uns etwas schuldig. Okay, 5 Leichensäcke. Ja. Wo haben wir die nochmal? Im Auto? Hier ist noch ein Zettel. Nice to know, not everyone thinks I'm a loser. Lesen? Ich war der Typ, den sie vor 3 Jahren beim Crackrauchen im Badezimmer erwischt haben.
Sie hatten mich nicht nur nicht beim Rektor verpfiffen, sondern auch noch etwas gesagt wie: Das Leben ist oft miserabel, aber Drogen machen es nur für einen Moment besser. Und das lohnt sich auf lange Sicht einfach nicht. Sie sind der Grund, warum ich eine Entziehungskur gemacht habe. Es hat funktioniert. Ich bin jetzt clean. Also danke. Sie waren der coolste Erwachsene in Sachen Schule. Ich hoffe, das wissen Sie mittlerweile. Alles Gute, Erik. Okay. Was ist los? Wir müssen Leistungsdecke holen, ne? Gehe zum Auto, okay. Das Auto hat man schon gesehen. Haben wir einen Hund? Und die Kerze ausblasen? Nee. Nee, Auto war hier. So, wir fahren jetzt mal. So. Im Haus. Ich würde die Garage erst aufmachen. Lange Nacht. Oh. A calm before the storm. It was supposed to be a little cleaning trip for a not so little rich man's villa, earning myself some extra cash from a new client. Instead, it was the beginning of a devastating chain of events. Wir sind da. Wir müssen nicht selber fahren. Das ist schon mal gut für unsere Skills. Ist doch nicht da raus, oder? Wenn wir die Villa finden. Time to look for the bodies. Da stehen welche. Okay. Finden wir jetzt einen Weg in die Villa. Und so, okay. Lampe, okay. Haben wir hier auch Werkzeug für die in die Tür reinzukommen? Hier kommen wir schon mal nicht drauf. Warum nicht? Warum Bob? Achso. Ich hätte nur die Tür öffnen müssen. Hände. Holy fuck, what a bloodbath. Eine Weg in die Villa finden? Den Körper finden, der ist ja im Keller, ne? Won't budge. Looks like some kind of electronic lock. Nicht rein. Jetzt irgendwo in den Keller? Ja, hier unten, oder? Nee. Oh, cool. Schön ist es ja. Wenn ich den verpfeife, dann kann ich doch das Haus haben, oder? Sicherung zurücksetzen. Wie komme ich ins Haus? Komm hier unten irgendwo rein? Richtig oder nicht? Ich weiß es. Locked. Maybe the pool boy has a key on him. Verschlossen. Und was wird er da irgendwie uns zeigen? Da kommen wir ja nicht hin irgendwie, ne? Wie die Polizei schon, oder? Warte mal, Müll. Okay, jetzt haben wir das Wasser abgelassen. Da kommen wir ja auch nicht in den Keller mit. Aha.
kinda wanna smash it, but I'm here to clean up the mess, not make more of it. Okay. Aber erstmal hier draußen auch noch. Entschuldigung. Ach, da liegt er doch. Wollen, ne? Die Tür rausnehmen. Liegt da. Die auch in die Tüte nehmen, ne? Shot in the back, one in the head. He didn't really stand a chance. Musst du den Rücken, okay. Also wenn du unter 18 bist, darfst du jetzt hier ausschalten. Ich glaube, das ist nichts für dich. Dann, lass los. Wir müssen den einmal aufs Auto legen, ne? Oh, direkt im Leichensack, okay. Entsorge die Körper, okay. Puh. Müllsack entsorgen, okay. Wie soll den denn entsorgen? War auch mit, ne? Denke ich mal. Also mal gucken, ob wir mit einer Folge auskommen oder ob wir hier so noch 5 Körper nehmen. So, und wir haben ja auch noch einen Wischmopp. Dem ist gut. Das ist keine wirkliche Leiche. Der wischt gut hier. Aber in Wirklichkeit muss man doch Chemie hier nehmen, oder? That's where he was shot for the first time. Managed to walk a few steps and fell into the water. Noch einer. So, Wischmopp ist 2. Also optisch und. Das war einiges. Was haben wir noch? Benutzen. Dann hätte ich gerne mehr Essen mit dem, weil ich einfach in die Hand nehmen. Mal gucken, wie weit der geht. Selbst die Ballen gehen weg.
jetzt anschließen, vielleicht. Drunter, oder? Hochdruckreiniger. Okay, oder nicht? Nee, das verwischt alles. Nee. Weg. Nee, das hier. Okay. Noch gucken, wie wir es mit dem Hochdruckreiniger machen. Irgendwo ein Schlauch vielleicht sind Anschläge. Ja, hier, oder? Der geht nicht. Halten zum Sammeln, halten von Schlagen. Entschuldigung. Okay, das geht schon mal nicht. Nehmen wir das schon mal hier alles zur Seite. Mit den die Flamingo, die brauchen wir im Zoo heute Abend. Verkaufen im Zoo. Leute haben immer Hunger. Die haben aber viel im Pool. Das ist ein schöner Pool, ne? Wir müssen auch irgendwie reinkommen. Ach, da oben. Über die Dinge. Ich räume mir schon mal auf. Und erstmal weiter gucken, oder? Gucken wir hier irgendwo rein? Nö. Supermarkt-Simulator verkaufen. Oh. Ach, da rein, ist ja egal wie. Umkippen. Kommt doch, oder die Polizei? Also spielflussmäßig ist es schon mal echt gut umgesetzt bis dato. Echt cooler Tipp gewesen. Ist die nächste Frage natürlich, wie es bei euch ankommt, so hier, so ein Survival, ja, Survival ist es nicht, ne? Thriller, Action, weiß ich nicht. Ich versuch's jetzt mal mit der Axt hier, was ist das? Maybe a short circuit would do the job. Nee. Ja, jetzt nicht wegnehmen, so. Könnte denn noch was sein? Hier oben. Vielleicht hier außen rum? Doch hier könnte noch was sein. Auf jeden Fall sehe ich da jemanden. Hier komme ich nicht lang. Schade, schade, machen wir nach dem. Beweise sammeln. Mich das Ganze gut auf Basketball jetzt in den Händen. Da oben sollen wir hin. Weiß es nicht. Mich das Ganze gut auf. Pizza? Vielleicht stelle ich mich auch gerade dumm an. Ich weiß es nicht.
Krokodilfischschwarm. Was ist das, der Schwarm? Schwamm auch voll, ne? Water. Hier gibt es ja auch keinen Eingang. Gibt es Pizza? Oder passt nicht die Pizza rein? Da ist ein Wasser. Da war Wasser jetzt gerade abgebildet hier. Ein Eimer? Ja, hier. Ah! Vorsichtig. Ach Mensch. Was ist denn für ein Eimer? Ich wollte nur den Boden nass machen. Aber da habe ich schon schlimmere Trash-Spiele gesehen. Definitiv. Also. Sauber machen. Ist das Wasser schlecht? Ach, guck mal. Werkstatt. Okay. Komm jetzt auch rein. Wir machen jetzt erstmal weiter hier. Aber dass der Hochdruckreiniger nicht länger anhält, ne? War so schön damit. Ich das Blut auf. Ich hoffe, das sieht nur hier draußen so schlimm aus. Aber auch viele Schüsse. Die Munition, die ich aufgehoben habe. Also Patronenhüllen. Mal hoch. Dann freuen die Kinder sich, wenn das noch oben ist. Halten zum Werfen, zum Drehen. Jetzt gemacht. Wo ist es hin? Achso, ist mein Eimer. Achso. Mhm.
Der Tatortreiniger, für alle, die es noch nicht gesehen haben, die Serie aus Deutschland. Die ist schon ganz nice gemacht, finde ich. Der spielt die Rolle auch richtig gut. Was haben wir jetzt? 94%. Den Eimer. So. Ja, dann machen wir das erstmal. Jetzt versuchen wir hier unten reinzukommen. Durch die Werkstatt, ne? Ist ja auch nicht viel. So. Wo denn hier hoch? Beweise sammeln? Was auch immer mit dem Beweise sammeln gemeint ist. Wo kommen wir denn hier hoch? Das ist ja die Werkstatt, ne? Mr. Castle, can I talk to you for a second? About what? You and Bianca Brenner. What are you trying to... I saw you two last night. Even took some photos. But your wife doesn't need to see him. I just... Shut up. Not here. Let's go inside. One affair too far, Mark. So, Beweis haben wir. Müssen wir hier weiter gucken. Das ist Wasser. Hallo. That should open the main door. Sollte die Haustür öffnen, okay. Gehen jetzt mal. Mal gucken, wo noch was ist. Ah, da ist noch was. Da oben ist noch was. Okay. Ist jetzt cool, den können wir hier drücken. Noch Schuhabdrücke, wahrscheinlich von mir. Okay, ist sauber. And clean. Oh. Weiß es nicht, ob das das Opfer ist. Attacked by surprise. Probably had no idea somebody's after her husband. Multiple gunshot wounds. The attacker clearly went off the deep end. Did he blame her for her husband's misbehavior? Weil beim Tatortreiniger, der musste keine Waffen, keine Leichen wegbringen. Ne? Das machen ja Ermittler bzw. Gerichtsvollzieher auch nicht. Gerichtsmediziner oder die Bestatter, wenn es freigegeben ist. Ne? Bald, wir entsorgen den Körper. Knowing you. 2 von 5. Man weiß es nicht. Beweise sammeln? Da muss auch Beweise sein. Irgendwas war hier. Tried to make that call, but ran out of time. Was hier? If you'd ever bought these, maybe you could have saved your family. Yeah. Probably not. Oh. Ist ganz schön was los, ne? Keller nicht vergessen.
Jesus, that one was torture. Okay. A lot of stab wounds, some drill marks. Easy to see it was deeply personal. So that must be Mark. Hi, Mark. Ich bin gespannt jetzt hier. Wie lange nehmen wir schon auf? Halbe Stunde? Ja, ich kann jetzt nicht einfach beenden. So, um 19 Uhr wieder, wenn du zuspielst. Hi, Mark. Tschüss, Mark. Okay. Was los ist. Jetzt gehen wir nach oben. Hier ist nix, ne? Aber ein Elefant, der dazu lag hier eine erster Stock, genau. What do we have here? Compulsive Greenscreen. Studio auf jeden Fall. Liegt die hier drüber? Oder sind die Autos, okay? Dann auf der anderen Seite hängen, oder? Alter Schramm bringt jetzt auch nichts mehr. Da hängt sie drüber. Ja, oder? I need to be careful so she doesn't fall. Fuck. Ah. Komm mal. Eine Axt. Don't have a key. A hatchet will do. Baulampe. Okay. Oder einsammeln. Dann nehmen wir erstmal. Your concerns were legit. Dad had an affair and fucked the whole family by accident. Oh Mann, sauberes Zimmer. Just imagine playing some FPS and ending up with a bullet in your head. Now that's what I call immersion. Alles sauber machen. Ich glaube, hier ist ein Waschbecken. Weil die andere Leiche brauche ich jetzt zum Glück nicht mehr runtertragen. Da hinten, ne? Wird der Müll los? Can't really call it a soft landing. Dame. Hard to imagine losing a child like that. War das nicht schon eine Dame? Ich weiß es nicht. Man munkelt nur, ne? Dann heißt es aufräumen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich Tatortreiniger ist oder ob sich wieder eher ein eine Mafia-Spitzel ist hier.
Machen Sie Fotos vom Schwimmbecken. Habe ich eine Kamera? Ah, wo ist hier unser Hund? Okay. Aber womit soll ich denn Fotos machen? Ich denn gerade da. Ich kenne Kurs hier mit T, ne? So. Fähigkeiten. Musik, okay. Ich weiß nicht, womit ich Fotos mache, aber lass uns erstmal hier drin aufräumen. Hier sind noch irgendwo ein Beweis. Nicht der Beweis, ne? Auch nicht. Hier auch. Ja. A key. Where am I supposed to find a key in this mess? So, aber hier kann ich. Good old times. But now I have to deal with Jennifer's body. Erst den Müllsack. Ne, die 3 war das, glaube ich. Und irgendeinen Schlüsselsack müsste noch mal. Ja, noch mehr. Bitte herausnehmen. Vielleicht mit dem Eimer klappt es vielleicht auch mit dem Schwamm wieder. Mit dem Mischmopp, ne? Damit ich die Mission schaffe. Hier. Hier. Oh, alles kaputt. Ne, eigentlich noch geht. Davor. Wird der Müll los? Okay. Should clean it first. So.
ist auf jeden Fall noch einiges. Ah, okay, jetzt geht's auch wieder mit dem Schwamm. Mit dem. So wie meine Mitarbeiter. Im Planet Zoo den Tisch abwischen. Ich weiß noch 0% durch das ganze Blut auf. Stellen wir hier so eine UV-Lampe auf. Das ist keine UV-Lampe. Das ist eine UV-Lampe, ne? So, dann sehen wir das auch. Den Dreck. Für 9. Hello. This room will be purified. Death to the foul germs. Okay, jetzt gewach. Weiter reinigen. Erzählt der Luftreiniger da. So. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Judgment Day is coming soon. Wo sind jetzt die Julians Waschbecken da? Vielleicht kann ich da jetzt auch Reiniger reinmachen. Oder ist ja hier der Reiniger? Kann ich mir vorstellen, dass es besser geht. Irgendwo hängen geblieben und schon, das ist wieder leer. Da. Ich dachte, wir waren wirklich ein Tier. I know no fear. Oh. Irgendwann kippe ich den auch nicht mehr um.
I know no fear. Is coming soon. Ah, ich muss erstmal wieder wegbringen. Boah, der hat auch richtig hier gewütet, ne? Kaputt. Judgment Day is coming soon. Entsorgen, zwei Säcke, aber mehr als zwei Säcke. Judgment Day is coming soon. Hi. Hello. Greetings, mortal. I know no fear. Ja, hier. Evil laughs. Ha 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 ha. Oh.
judgment day is coming. I should use a sponge. Also, ich sollte den Schaum nehmen. Fear. Auf jeden Fall, das Ding könnten wir rausholen, oder? Dann machen wir mal ein. Dann, also da muss die Figur hin. Even notice. Auf dem Tisch. Wo ist denn die Lampe hin? Sehen wir das irgendwo? Säcke müssen auf jeden Fall rausbringen. Also hier noch ein Stuhl und da noch ein. Wo muss da noch einer sein? Wahrscheinlich der war hier. Und der Stuhl hier unten, oder? This was not a drill. Oh. Oh. Weiß nicht, ob ich das nehmen sollte. Aber hier noch ein Beweisstück. Handy for breaking bones. Brechen von Knochen, okay. Okay, wir müssen jetzt erstmal die Sachen wegbringen. Das ist der. Ach, der. Der ist nicht der Schuh aus dem. Oder doch. Mal gucken gleich. Ha, holen wir dem noch mal schnell. Das ist der. Das Ganze weg. Ja, jetzt sind wir noch ein bisschen dran. War schon 19 Uhr? Ne, zum Glück nicht. Gestern habe ich auch schon. Wie gesagt, die Folge will ich gern schaffen. Also hier diesen Auftrag so als angezockt. Soll auch Horror sein, sagte er, aber was ist denn da hinten? Ah. Ich nie wieder raus. Escape. Ich habe Escape gedrückt. Oder steht 1 von 2. Also, oder? Okay, mach Foto. Foto vom Keller. Aber das ist gleich dann. So, jetzt können wir erst den Keller. Ach, hier. Das ist nicht der Stuhl, das ist der Stuhl hier. I can't put it back like that.
andere Stuhl. Wollen wir in den Keller gehen, ne? Nehmen den Eimer mit. Wo ist der Eimer? Ein Foto vom Keller. Jetzt müssen wir erstmal den Keller hier fotografieren, oder? Och Mensch! Wasser? Ja, nur oben. Das kann ja nur schief gehen wieder. Kommen Sie noch nach oben wieder, dann oben ist ja auch noch einiges. Die 7. Hier sieht es schon mal gut aus. Neuer Verbrechensbeweis, okay. Keller auch sauber, okay. Vom ersten Stock. Das ist schon der erste Stock. So, die 5. Ich glaube, ich wechsle noch mal aus. Okay. War glaube ich das. Nö, ein Double AP. Dass das alles hier reinpasst. Das war, glaube ich, das. Nee, das war nicht das. Das war scharf so. Die abgeschlossen. Aber das Pferd hat es überlebt, ja. Das ist gut. Das war schon wieder, ne? Och Mensch!
Hier oben gibt's auch Wasser, hoffentlich. Zum Glück. I should use a sponge. Schwamm wieder verbinden. Menschen manchmal in der Lage sind, ne? Like no one was ever here. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. I should use a sponge. Besser, ne? Oh, das Bett kriegen wir hier schön sauber. Gucken, dass wir es hier sauber kriegen wieder. Hier war ganz schön was los, ne? I can do. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Und er sagt, könnte mir gerne übersetzen. Aber vielleicht geht es schon besser. Draußen irgendwo.
habe ich alle gestellt. Jetzt muss ich hier mal gucken. Hier noch aufwischen. Ne? Basketball. Da ich runter, ne? Ah, cool, er springt gut. Ah, werdet nur los. Ja. Für ihn aufräumen für den Jungen. Weil er wird es ja nicht mehr tun. Warum ist der noch bis hier hinten gelaufen? Okay, weitermachen. Okay, mit Stuhl. Ah, so einmal hinstellen und entsorgt. Ist leer. Und sagen, warum macht er denn nichts? Das wäre hier so eine Ausfahrbeding. Ausfahren das Ding, aber. Looks fine now. Toilettenpapier. Oh, nicht schlecht.
Warte mal. So, jetzt mal gucken. Und hier ist aber ein Foto machen, ne? Stell die Möbel aus. Säcke auf jeden Fall. Da ist noch was. Gut aus, oder? Ach, oder? So. Da. Auf jeden Fall noch was. Dann ist nichts mehr, ne? Mach ein Foto vom Erdgeschoss. Guck mal hin. Jetzt noch die Säcke raus. Welche Beweise sollte ich noch sammeln, aber. Vor allem hier hinten war ja noch was, das muss man auch mal gucken. Komisch, der Tisch ist kaputt gegangen, aber die Gläser nicht. Sauber, okay. Lass das mal eben mitnehmen. So. Und die Säcke entsorgen und dann. Du hast den Tatort. Dann haben wir es geschafft. Ich bin auch schon seit einer Stunde 20 dran. Ich hoffe, euch gefällt es genauso
wie mir es spannend war und ist. Jetzt hier die Müllsäcke mitnehmen. Müssen drin noch welche sein, ne? Zwei oder wie viele noch drin? Vielleicht 10 Müllsäcke später. Warte mal, was mit einer mit der Kamera oder nicht? Mit dem. Ich das ganze Blut auf. So, oder nicht? Irgendwo ist ja noch ein bisschen was am Blut. Ein Möbel. Und Beweise auch noch irgendwie, aber. Auf jeden Fall noch ein Stuhl. Ja. Frage, wo noch Beweise sind. Naja, wir haben jetzt zumindest den letzten Müllsack. Verlassen wir den Tatort, komm. Weg. Ja. Hier. Eine Stunde. Gut. 100 Möbel. 100 Möbel. Ja, nicht ganz, ne? Doch auch. Perfekte Punktzahl. Ein Beweis fehlt nur noch. Abgeschlossen. Haus von Herrn Kastner. Er war auf jeden Fall super interessant. Also. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt noch weitergeht. Das war jetzt der Prolog. Gucken. 15.000. Gestohlen Gegenstandsschmuck. Nein, habe ich nie. Da war noch Blut, oder? Wo noch den Foto? Aber ich habe 100% gemacht. Ja, das war's auf jeden Fall. Also ist angezockt. Sehr cool. Danke für den Tipp. Und das Spiel kommt auf jeden Fall auf die Wunschliste. Es macht Spaß zu spielen. Ich hoffe nicht, dass irgendwann noch mal was Schlimmeres passiert, aber ja, ich lade es jetzt hoch und dann seht ihr es auch. Bis dahin. Tschüss.